Ein 60 Kilogramm schwerer Körper wird mit einem Impuls von 600 Newtonsekunden nach oben geworfen. Bis zu welcher Höhe wird er gelangen? Hier die Angaben. Die Masse M beträgt 60 Kilogramm. Der Impuls P beträgt 600 Newtonsekunden. Wir suchen eine Höhe h, die wir in Meter ausdrücken. Das Energieerhaltungsprinzip besagt, dass in diesem Fall die kinetische Energie des Körpers unten gleich ist zur potenziellen Lageenergie des Körpers oben. Und durch diese zwei Formeln können wir daraus schlussfolgern, dass die Masse mal das Quadrat der Anfangsgeschwindigkeit V0 geteilt durch 2 gleich ist zu Masse mal Fallbeschleunigung mal Höhe. Wir können diese Gleichung durch m teilen und schließen daraus, dass h gleich ist zu V0 im Quadrat geteilt durch 2 mal g. Durch die Formel vom Impuls P wissen wir, dass P gleich m mal Anfangsgeschwindigkeit V0 ist. Und daraus schließen wir, dass V0 gleich P auf m ist. Also können wir in dieser Gleichung V0 durch P auf m ersetzen und das führt dann sofort zu H gleich P² geteilt durch 2 mal G mal M². Wir ersetzen P durch 600, klein g durch 9,81 und M durch 60. Und somit finden wir als gefragte Höhe H ungefähr 5,1 Meter.